liebes Tagebuch. Ich fasse es nicht, dass ich so einen Fehler gemacht habe. Ich würde vor Scham am liebsten im Boden versinken. Ich musste ein Referat mit Adrien halten. Mein Adrien. Und da ich mit meinem Teil fertig war, rief ich ihn an, um ihm das zu sagen. Ich hatte ganz schön Marienkäfer im Bauch, aber dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und es einfach getan. Das Problem ist, dass seine Mailbox ranging und von da an war es eine absolute Katastrophe. Ja, dann genieß deinen Tag mit nach. Ich meine, bis baldchen. Ich meine, wir sehen uns in der Masse. Ach, Quatsch, in der Klasse. Bye. Wie schrecklich. Jetzt hält er mich sicher für ein totales Dummchen. Aber dafür kann ich nichts. Er ist einfach so toll, dass ich jedes Mal ausflippe, wenn ich mit ihm rede. Wen wundert's? Er ist schlau, spielt Klavier, ist ein großartiger Fechter, spricht Chinesisch und ist auch noch unglaublich süß. Magnifico, super. Na komm schon, ich möchte jetzt in deinen Augen Hunger sehen. Adrien modelt für seinen Vater Gabriel Agrest. Er ist der beste Modedesigner von Paris. Und wahrscheinlich der ganzen Welt, aber damit gibt er nie an, denn er ist perfekt. Doch einen großen Fehler hat er. Er versteht sich mit der Zicke Chloé. Aber er ist mit jedem befreundet, also zählt das nicht. Jedenfalls nicht richtig. Wie auch immer, ich muss etwas Tolles machen, um Adrien zu beweisen, dass ich kein kompletter Loser bin. Aber wie schaffe ich es, dass er mich bemerkt und sich in mich verliebt? Ich könnte ihm ein wunderschönes Gedicht schicken, vielleicht sogar in einem richtigen Brief, aber ich bin nicht sehr gut mit Worten. Ich hab's eher mit Mode und Sachen entwerfen. Natürlich, das ist es. Er hat bald Geburtstag, habe ich im Kalender gesehen, in den ich seinen Zeitplan genau eingetragen habe. Was? Ich weiß gerne, wann er wo ist. Ich werde ein tolles Geschenk für ihn entwerfen. Er wird sehr beeindruckt sein, bemerken, dass ich ein unglaubliches Mädchen bin und sich Hals über Kopf in mich verlieben. Ich kann's kaum erwarten. Ich fange gleich damit an. Ich habe nicht mehr viel Zeit bis zu seinem Geburtstag. Bis bald, liebes Tagebuch. Wünsch mir Glück.